Oh ja, und Minsk. Hol mal den Tötungsapparat wieder raus. Unk, der Wandler. Oh. Wie viele von denen müssen wir jetzt noch töten? Ja. Das war echt schmerzhaft. Ja? Vita Mortis Aria. Vita Mortis Aria. Vita Mortis Aria. Ich töte, wo immer ich kann. Vita Mortis Aria. Vita Mortis Aria. Was kann ich tun? Du hast leider keine Heilzauber mehr, das ist ein bisschen blöd. Ich bin bereit. Du hast noch ein paar Heilzauber. Fragt nur. Vita, Mortis, Vita, Mortis. Der explodierende Kobold war halt nicht so praktisch. Okay. Da sind jetzt Orks. Ja, ich werde mein Bestes tun. Ihr braucht meinen Rettung. Ja, Keldon hat ein kleines Problem. Oder aber auch Zeit. Du halber Keldon. Und Keldon schluck am besten. Ich bin bereit. Ein paar leichte Heiltränke. Erzähl mir mehr davon. Ich werde mein Bestes tun. Ja, die Höhle ist voll mit Viehzeug. Hey, eine Identifikationsrolle. Das ist schon mal praktisch. Kurzschwert plus 1. Einmal täglich Spiegelbild wirken. Oh. Hm. Abwehr am Bänder 6. Und das sind garantiert auch 6. Ja. Yoshimo kann die sicherlich gerade nicht tragen. So. Schutzformel gegen Feuer. Da identifiziert doch mal noch den Stab hier. Geht ihr noch zu Keldon? Und Yoshimo hat Platz für Pfeile. So. Dumm. Nun, wenn ihr wollt, ihr auch. Meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. Tja, mussten wir aber. Ich warte. Keine große Herausforderung. Entweder du willst Leuten helfen, Erwin, oder du willst in deinen Zirkus zurück. Okay, der vampirische Nebel hat hier definitiv was Größeres beschützt.
Nämlich einmal hier was Kleines. Bisschen Gold. Und hier ein Amulett und ein paar Perlen. Schutzamulett plus 1, das wahrscheinlich keiner tragen kann. Nö. Gut. Sprecht schon unterwegs. Fragt nur. Kater, du kannst auch ruhig kommen. Gut, wir haben die Kobolde da. Sich selber sprengen lassen. Dann gucken wir mal, was der Rakshasa hier zu sagen hat. Kamikaze-Kobold und noch ein Kamikaze-Kobold. Gebt meine Diener, erfüllt eure Bestimmung, vernichtet die Eindringlinge. Sogar der Meister wird von diesen Mutationen beeindruckt sein. Geht. Au. Benötige ich Heilung? Mhm. Ja. Ich würde vorschlagen, dass jetzt ein Zeitpunkt für einen Rückzug ist. Und wir rasten sollten. Ich warte, wenn ihr es wollt. Ich probiere mal hier drin zu rasten, dass wir nicht rausgehen müssen. Jo, völlige Genesung. Pfeile plus 5. Ach ja, da kannst du das hier auch mal zu Minsk abgeben. Ah, und wir können die restlichen Stäbe auch identifizieren. Stab der Furcht, den hat sie sogar erkennen können. So, und die zu Keldorn. Die werden dann alle im Hafenviertel verkauft und bei Gelegenheit zur Not zurückgeklaut. Ja, verdammter Nebel. Und Energieentzug. Das ist nicht schön. Dadurch hat er nämlich ein Level verloren. Aber zum Glück haben wir ja für solche Fälle eine Genesung. Die uns allerdings ermüdet. Natürlich. Was allerdings jetzt noch nicht so schlimm ist eigentlich. Furcht ist etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. Hat er eine Todeswolke gezaubert? Ja, er hat eine Todeswolke gezaubert. Zieht euch bloß zurück. So. Ein Ring. Ein Feuerschutzring. Oh, nicht schlecht. Dadurch haben wir Feuerschutz. Den können wir auf jeden Fall gebrauchen. ETW von 5 haben wir sogar. Metallisa. 6, 6.
9 bist du ein bisschen schlechter, 11 du auch und du 10. 10 du bist besser als er, weil du wahrscheinlich die gute Schleuder trägst und er nur... Achso, er hat nur einen Bogen plus 1. Hm. Kann damit aber dreimal schießen pro Runde. Ja, damit sind wir da schon mal das ganze Zeug losgeworden. Können aber gerade das Spiel nicht speichern, weil die Todeswolke noch im Weg ist. Dankeschön. Fragt, euer Wunsch ist mein Begehr. Ich entsinne mich. Keine große Herausforderung. Und es geht da schon runter. Wow, das war aber dann nicht sonderlich groß hier. Oh. Ich helfe, wo immer ich kann. Dann hilf mal, indem du da oben ein Feuerball hinsprichst. Das ging nicht so gut aus. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Ja. Autosave war hier. Ja? Gut, dann... beschwören wir einfach auf der Seite nieder ein Erdelementar und da drüben das würde Sonnenfackel runterkrachen. Die Natur ist bereit. Ja, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So, mach mal da auf, Yoshimo. Da auf. Da werden wir auf jeden Fall die Schützen hier los. Ja, die werden uns hier die ganze Zeit gefolgt. Gut. Dann gucken wir mal, was sie so dabei hatten. Auch noch Feuerpfeile. Bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avarier. Habt ihr? Jawohl. Wie ihr wünscht. Ja. Da ist auch verschlossen, okay. Feuerpfeil, Feuerpfeil. Feuerpfeile haben wir eigentlich alle bei ihm gebunkert. Fragen, natürlich. So, das heißt, wir können eigentlich... Ja, eigentlich sollte ich jetzt ein Safe machen. Wenn es das ist, was ihr braucht, leichtfüßig. Ich öffne noch mit Yoshimo die Tür. Stufenaufstieg hat noch keiner und der Schwierigkeitsgrad stimmt auch noch, ja. Gut. Ja, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Minsk stärkt als nächster auf. Oder ja, hier, ich tippe aber eher auf. Na, könnte knapp werden. Vielleicht beide sogar gleichzeitig, wenn genug Erfahrungspunkte rumkommen. Dann ist Talisa und Keldorn mal dran. Der braucht mal Stufe 10. Gut. Jetzt aber speichern.
Das ist dann LP18. P018. Und dann sehen wir uns gleich wieder.